Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ich bin scheiße müde, aber es ist schon 17 Uhr und ich habe 10 Stunden geschlafen. Das ist zu viel. Wir gehen in Vault Nummer 2 und warum ich jetzt heute hier starte, wir hatten ja, ich glaube das war Jumpy, seit gestern oder vorgestern dabei und er hat sich gewünscht, ein Mann zu sein. Ich habe natürlich nicht nachgedacht und es einfach gemacht. Er war aber schwanger. Was passiert jetzt mit ihm? Ist er jetzt männlich schwanger? Ich sehe eine schwangere Person. Zwei. Ja, Jumpy ist jetzt ein Mann wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wo ist er? Und er ist auch nicht schwanger. Oh, Baxi ist tot. Robuste Kampfrüstung. Glaubt ihr, hattest du vorher nicht an, oder? Baxi? Mal gucken. Du kostest mich Geld? Schäm dich, Baxi. Baxi. 61 Kronkorken. Ich dreh durch. Oh. Selber schuld, Baxi. Selber schuld. Wenn du mir hier nur Minus machst. Guck dir Fallout Boy an. Der gibt mir wenigstens Geld. Der ist ein guter Junge. Naja. Klamotten, die wir testen können. Okay. So. Wieso bist du hier drin, Jump? Oh, das sieht gefährlich aus alles. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Okay, du solltest da eigentlich nicht hin. Obwohl doch, du machst ja kein Roleplay, ne? Da kannst du ja drinnen bleiben. Alles in Ordnung. Aber das, Leute, das sieht, vor allem das hier unten sieht sehr verkehrt aus. Und ich weiß nicht, was das hier unten ist. Aber ich will es auch gar nicht wissen. Wollen wir es einfach mal probieren, was passiert, wenn wir draufdrücken? Aber ich finde das Bild gerade ein bisschen lustig. Ich versuche zu erraten, wo welches Körperteil ist. Aber manchmal ist es sehr suspekt, vor allem hier, dieser Schnipsel hier. Keine Ahnung. Drücken wir mal drauf. So, die Eltern sind in Jump Shop Green und da kommt... Okay, männlich plus männlich, beide mit Glatze, ergibt übrigens eine Frau mit Haaren. Sollte man mal gesehen haben, ja. Verrückt. Verrückt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, noch ein Baby. Nein, sagte noch ein Baby. So, der Dennis. Elvis Presley. Jessin hat den Elvis Presley gemacht. So, und wir hatten hier noch ein Baby, ne? Da waren noch drei. Da. Und Kenneth. Wieso geht die Kamera hier oben hin? Du bist aber schnell. Okay. Ich glaube, wir hatten noch einen Kandidaten. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe überlegt, ob ich es heute machen soll oder nicht, weil... Ich bin ein bisschen in Zeitmangel. Aber was soll's. YouTube Studio? Was hast du denn da für mich? Nicht beantwortete Kommentare aus. Okay, er möchte Wladimir Putin umbenennen. Das ist ganz neu, das habe ich selbst ich noch nicht gelesen. Wladimir Putin. Oh, Monkey Sass, hi. Oh. Oh, gefährlich, mein Freund, gefährlich. Oh, du bist weit gekommen. Respekt. Ach ja. Da war ja was. Oh! Fitnessraum. Ja! Endlich! Du darfst raus. Wie viele Punkte brauche ich nochmal? Ich habe Ausdauer 4. Das heißt, ich brauche 500. Warte, ich brauche mal einen Taschenrechner. Scheiße, warte. Okay, pass auf. Rechner. Also gut. 500
plus 600 plus 700 plus 800 plus 900 plus ein fucking 1000. 13.500. Für mich jemand Kronkorken leihen. Okay, ist gar nicht mal so einfach, alles voll zu kriegen. Aber das ist auch der Sinn des Ganzen, ne? Also es soll natürlich ein langsamer Weg sein, seinen eigenen Charakter auf ein Maximum zu bringen. Dafür braucht man nun mal auch Kronkorken. Aber ich werde das einfach ganz einfach machen. Ich meine, ich habe 10.000 eingegeben statt 1.000. Fuck. Okay, das erklärt einiges, Leute. Ich muss die Rechnung nochmal machen. Also, 500. Warte, erstmal CE. Ich will ganz neu anfangen. 1 plus 1, funktioniert das? Ja, das funktioniert. Okay, also, 500 plus 600 plus 700 plus 800 plus 900 plus 1000. So, jetzt aber. Ah, 4.500. Oh, man merkt, ich bin gerade aufgewacht. Ich bin doch verwirrt wie sonst was. Wenn ich so verwirrt bin, Freunde, könnt ihr euch drauf gefasst sein, ich bin gerade erst aufgewacht. Okay, 4.500, damit kann ich leben, das kriege ich hin. Und, sorry. Ich habe gerade gesehen, dass mein Handy so feststeckt, dass er herausfallen könnte. Alles klar. Okay. Geht doch. Das heißt, wenn wir genug Geld haben, ja, die musste ich jetzt wegnehmen wegen dem Raum, die musste ich einpacken, dann werde ich definitiv Ausdauer trainieren. Und ich brauche 4.500. Wie viel Geld habe ich denn? Oh, 1.500. Ist gar nicht mal so schlecht. Und was zur Hölle ist das hier? Das habe ich ja noch nie gesehen, den Rand hier. Guckt es euch an. Ich meine, man kann ja zumindest mal irgendwie den Rand doch richtig treffen. Oder ist das hier gerade irgendwie ein Bug oder so? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Was sagen denn unsere Aufträge für heute? Füge vier Raumpaare zusammen. Zurück in der Vault. Geht's euch gut? Okay, das heißt, ihr werdet heute auf jeden Fall von mir alles bekommen. Sammeln. Wer kann ich nicht tragen? 5000 Kronkorken, in 16 Stunden ist er da. Dann sind wir reich. Das heißt, in der nächsten Folge geht's richtig ab. Oh, gehärtetes Sturmgewehr. Danke, Jungs. Dankeschön. Ich möchte gerne, dass ihr euch vielleicht ein bisschen umzieht. Irgendwas. Hm. Hört ja gar nichts an, ne? Es geht einfach nicht. Shiva! Oh, sie hat wieder einen Puschelschwanz. Das heißt, sie dreht gerade durch. Sie hat ihre 5 Minuten. Es ist eigentlich eine halbe Stunde bei ihr, aber sie hat ihre 5 Minuten. Damit müssen wir jetzt leben. Oh, ich habe 1000. Ach ja, die Jungs haben gerade Geld reingebracht. Okay, pass auf. Ich werde jetzt den Fitnessraum bauen. Und ich werde ihn da reinsetzen. Das heißt, ich werde jetzt verlieren 500 Kronkorken, ne? Oh Gott. Ja gut, ich mach das mal direkt hier, dann bin ich halt der Erste. Passiert. Sporthalle, so. Remove. Money. Zero. Right attorney. 500. Ja. Da geht mein Geld dahin. Aber egal. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Vor allem bin ich jetzt der Erste, der da reingehen darf. Wie lange brauchst du dahin? Läuft einmal rum, ne? Wer bist du? Die 5.
Ach ja, da war ja was. Ich bin ja irgendwo hängen geblieben, ne? Ich wollte ja in die Kommentare gucken. Also, die vier. Die vier soll. Ach so, das ist der, der meine Klamotten auch noch trägt. Zero. Tastisch. So. Zero-tastisch ist dabei. Okay, hatten wir noch einen? Ach so. Warum haben wir das gemacht? Jack and Rip? Ich glaube, Jack and Rip haben wir gemacht, ne? Wollten wir nicht vielleicht mit Putin umbenennen? Irgendwie merke ich heute nichts mehr. Also. Oh Gottes Willen. Oh nein, oh Gott. Okay, aber den Raum habe ich hier umgestellt. Also easy. Wo laufen die als erstes hin? Oh, hier hin. Aber jetzt auch. Nee, er ist mit mir. Zusammen können wir das reißen. Wladimir. Meine. Tywin. Tywin. Dann ist da. Aber dir ist schon klar, dass der Typ auf dem Klo erschossen wurde. Also beim Scheißen war. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Tod war. Ich möchte mich gerne gleich rausschicken, deswegen gehe ich da mal hoch. Das heißt, den ersten Raum, den sie antreffen werden, ist der hier. Ja gut, das dauert ein bisschen. Vor allem hier. 4 Stunden, das geht eigentlich noch, ne? Ich müsste ja jetzt noch ein bisschen Geld haben. Ich müsste ja jetzt noch ein bisschen Geld haben. Wie viel Geld hatte ich? Mal kurz gucken. Worthalle. Da habe ich gerade geguckt, ne? 1500, das heißt, 1000 habe ich noch. Das heißt, wenn ich nochmal 600 ausgebe, dann bleibe ich noch eine Runde drinne und gehe direkt auf 6. Und dann muss ich für 700 sparen. Oh, sie kommen unten an. Grandios. Alle nur so eine billige Schotte. Ja, komm. Woher läuft der denn lang? Deadline? Wieso läuft Deadline hier lang? Von wo kamst du? Ist mal im Ernst? Wo. Von wo kam der jetzt angerannt? Hä? Es ist merkwürdig. Oha, Ritterrüstung. Nice, danke schön. Okay, Bendora. Kriegst deine Jagdventile. Und wo läuft er jetzt hin? Warum bist du hier hingerannt? Und wo kommst du her? Er ist einfach von der Schlacht weggelaufen. Er läuft einfach nur wild in der Vault herum. Ah, ich verstehe. Wer läuft hier noch rum? Lord Huntington. Geh auch mal da rein. Läuft hier noch irgendwas durch die Gegend? Du gehörst ja in diesen Raum erstmal rein. Oh Gottes Willen. Yasin, Zero-tastisch. Jack und Ripper. Wir fehlen uns hier die Stärke ein. Ist ja gut, zwei Leute trainieren hier noch fleißig. Wo seid ihr jetzt mittlerweile? Fallout Girl ist fast fertig. Dann kann der nächste rein. Wie lange brauchst du noch? 19 Stunden. Ja, gut, diese Woche wird das nichts mehr. Und du erst recht nicht. Weil ich werde natürlich morgen aufnehmen. Und noch vor 14 Uhr hoffentlich aufgenommen haben. Das heißt, sie wird nicht das Level erreichen. Schade. Halt die Fresse! Was ist los mit dir?
Ich weiß, es ist nur. Oh, warte, Moment. Es ist Viertel nach fünf. Oh, du bist ja am Verhungern, ne? Ist das so? Ja? Dämliche Katze, ey. Ich kann eine Katze nur so gefräßig sein. Der leckt die Schüssel ab. Oh, hi. Nice. Okay, ich kann Leute wiederbeleben. Komm mit, Magisas. Immerhin bringst du noch Plus mit. Ja, bei Bugsy. Ja, du hast es gar nicht verdient. Wieso ist der Bug jetzt schon wieder hier? Wegen Bugsy wahrscheinlich, ne? Bugsy ist schuld. Ich verstehe. Shiva! Shiva! Kannst du das mal bitte lassen? Katzen sind was Schönes, Leute. Holt euch Katzen. Mindestens zwei. Ansonsten macht es keinen Spaß. Ich kann auch nicht einfach die Tür zumachen, sonst springen sie gegen die Tür. Wie so eine kranken Bastarde. Das ist dein Schwanz. Sie spielt mit ihrem Schwanz. Sie spielt da hinten. Ich bin ja momentan am Renovieren. Und da hinten geht sie rum. Da ist sie. Seht ihr sie? Toll, ne? Und ja, ich liege hier immer mit einer grünen Decke, weil ich das sehr bequem finde. Ich bin ein Deckenzocker. Hashtag Deckenzocker. Wer ist auch ein Deckenzocker? Das ist das Beste. Außerdem. Das ist der einzige Weg, wie ich die Katze auf meinen Schoß bringe, ist, wenn ich eine Decke auf meinem Schoß habe. Ansonsten kommt sie nicht zu mir. Okay. Ja, da dreht sie sich halt die ganze Zeit in der Ecke rum. Und das macht diese Geräusche. Frag mich nicht. Habe ich genug Kronkorken jetzt? Ja. Komm zurück, Mann. Ich glaube, das war's. Naja, alle anderen sind okay. Sehr schön. Dann möchte ich mich selber gerne rausschicken. Aber wir können schon ziemlich viele tragen. Also werden ein bisschen mehr Stimpaks dieses Mal haben. Ich bin gespannt. Also derjenige, der sie kaufen möchte, der muss jetzt mindestens eigentlich 1000 ausgeben, oder? Nee. 50 mal 20 sind 1000. Tatsächlich. Also, wer das Geld hat, können sie machen. Aber Leute, denkt dran, ihr könnt maximal 25 tragen. Wer mehr als 25 Stimpaks kauft, dem ziehe ich den Rest wieder ab. Also, keine Chance. Keine Chance. Weil man kann Leute nur mit maximal 25 Stimpaks losschicken. Versteht ihr? Deswegen ergibt das Sinn, dass jeder nur 25 kaufen kann. Weil wenn einer jetzt die ganze Zeit hortet, ist es auch kacke. Dann macht das ja keinen Spaß. So, ach Ivi, du trainierst hier immer noch. Achso, der trainiert gar nicht. Ach, hier trainieren die. Ah. Wie sehen die mit den anderen aus? Ja, dich haben wir ja schon gesehen. Sieht auch gut aus. Ihr werdet nächste Woche auch soweit sein. Ich meine, ansatzweise. Übrigens, Hendo Blatt, mir ist es echt nicht aufgefallen. Das ist doch. Also Hendo ist dieser YouTuber, aber Blatt ist falsch geschrieben. Wird da nicht Blatt geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr. Und das bin ich. Ich habe dich gehört und ich will diese Kronkorken haben. Je größer die Vault, desto mehr Kronkorken bekommst du fürs Winden. Ja, yeah, nice. Und ich würde sagen, morgen versuchen wir mal. Morgen versuchen wir. Oh Gott, war das dämlich. Ich schieb da meine Einkaufstüte durch die Gegend. Ich fasse das nicht, was die sich einfallen lässt. Ja, morgen versuchen wir mal auf jeden Fall die Raumpaare zusammenzufügen und vielleicht noch diese 30 Bewohner hinzukriegen. Wir haben nämlich drei Kinder hier, die hier durch die Gegend laufen, die ich auch direkt mal nummerieren werde. Moment. So, nochmal für alle.
Ne? Wenn ihr mitmachen wollt, wählt euch eine Nummer aus und seid einfach nur dabei. Für diejenigen, die es hardcore möchten, ihr geht auf Discord. Dort könnt ihr Roleplay betreiben mit den anderen. Das funktioniert ganz gut und macht Spaß. Das heißt, wenn ihr Bock habt, geht einfach rein. So, Dennis, die 5, Neuzugang. Gut, Stärke, das gefällt mir. Dann haben wir Kenneth. Ah, die 6. Und wir haben eine Mädel. Wo ist unser Mädel? Es wird dann morgen höchstwahrscheinlich auch erwachsen werden. Habe ich Tivin überhaupt richtig geschrieben? Wird Tivin nicht anders geschrieben? Egal. Wir werden morgen erwachsen sein und dann werden wir versuchen, denen Kleidung zu geben. Emily, da. Bin gespannt, ob es hinhaut. Ich weiß es nicht. Wir kriegen ja jetzt hier mal 3 Stims, ne? Das heißt, wir haben jetzt 25. Das ist, glaube ich, auch das Maximale, was wir tragen können, ne? Ja. Also, wenn ich nochmal 2 Krankenstationen mache, könnten wir 50 haben. Ist doch recht praktisch. Ja, Freunde, freut euch aufs Wochenende. 25 Stimpacks, das sind 10 mehr. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir, dass wir endlich diese Lunchbox bekommen und die Räume zusammenfügen. Hoffentlich. Oh, geht mir das auf den Sack, diese Quest.